So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Spielen wir doch mal. Folge 2. Wir haben unser Spiel vom Markt genommen. Haben ganz schön viel Umsatz verdient. Und ich hatte anscheinend die Hinweise ausgeschalten. Anscheinend. Was vielleicht auch euer Glück ist, denn jetzt müssen wir nicht so viel durchlesen. Oh, Branchenneuheiten. Gerüchten zufolge plant die japanische Firma Nintendo, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Nintendo ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Dinky King. Viele Branchenexperten bezweifeln zwar, dass Heimkonsolen ein Renner werden, aber wir sind gespannt drauf, was Nintendo liefern wird. Wir wissen es natürlich schon besser. Das ist nämlich mehr als nur gut angekommen, diese Heimkonsole, ne? Oh, wir haben jetzt sehr viele Möglichkeiten. Spielbericht erstellen, was ist denn das? Spielhistorie ist wahrscheinlich, was wir so rausgebracht haben, ne? Ja. Profit, Kosten 39.000 T, eieiei. Hat aber auch ordentlich Profit gemacht, ne? Ja, mehr haben wir noch nicht. Okay, nicht schlecht. Was ist ein Spielbericht erstellen? Verlieren Geld. Okay. Wahrscheinlich hat er eine Recherche gemacht. Okay, wir haben was erhalten. Das sagt einfach, ob das gut oder schlecht ankam. Virtuelles Haustier und Simulation ist eine großartige Kombination. Dialog scheint für diese Art von Spiel nicht wichtig zu sein. Okay, künstliche Intelligenz ist sehr wichtig. Auch nicht schlecht. Gut, Forschung. Können wir irgendwas erforschen? Eigene Spiele-Engine können wir noch nicht machen. Dafür können wir doch sowas hier machen. Schule, Flugzeug. Immer Flugzeug. Wenn es das gibt, dann Flugzeug. Ich glaube, wir brauchen einen Publisher. Kann das sein? Wir haben nämlich nicht mehr so viel Geld. Also klar, wir haben mehr als am Anfang, aber... Die Nintendo-Test. Nein, das ist auf keinen Fall eine Anspielung zu NES oder sowas. Oder NES, wie es... Ich weiß nicht, manche sagen NES und manche NES. Ich weiß nicht, ich bevorzuge, glaube ich, NES, schätze ich. Ich weiß es nicht. Okay, Nintendo hat heute jüngste Gerüchte bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heimkonsole namens TES Anfang nächsten Jahres angekündigt. Spielemodul verfügt über einen einzigartigen Controller. Das stimmt. Da war schon einzigartig. Hey, wir haben jetzt Flugzeug. Naja, komm. Machen wir mal ein neues Spiel. Boah, das wird eine Qual. Deine Projekt hier in der Reihe spielen wir doch mal. Verlangt ganz schön viel Überlegung von mir, denn mit Namen ausdenken, da brauche ich eigentlich ewig. Ne? Weil ich will das immer perfekt haben, aber es geht ja nicht perfekt. Wie nennen wir das Spiel denn mal? Gute Fahrt, Stadtwerke-Simulator. Ja, Stadtwerke-Simulator. Welches Jahr haben wir? Ja, eins. Das kann ich jetzt nicht hinschreiben. Schätzungsweise. Wann kam denn die NES? Oh Gott, da war ich noch nicht geboren, oder? Nee. Ich bin jetzt nicht der Jüngste. Aber auch nicht der Älteste. Bin so ein Mittelding. Ja. Stadtwerke-Simulator. Weiß ich nicht. Bitte schlag mich nicht, wenn ich das nicht weiß. Was? Schreibblockade. Manchmal ist es schwierig, einen Spieletitel zu finden. Ich werde endlich mal belohnt dafür. Oh, es ist nicht schön. Das Spiel, das ist perfekt. Oh, komm, wir machen ein ganzes Let's Play draus. Das ist... Nee, nicht, aber... Das ist einfach... Nee. Mir gefällt es halt. 1988, DDR-Zeit. Flugzeug. Ja, was nehmen wir denn jetzt da? Stadtwerke-Simulator. Regierung. Passt ganz gut. Genre. Simulation. Ich weiß nicht, ob das wieder so gut ankommt. Zweimal eine Simulation hintereinander raushauen ist nicht ganz so, aber okay. 15T. Kosten 15T, also ist das doch nicht Tage. Mein Gott. Ich bin aber auch blöd. Wir machen natürlich Grafik, weil Text passiert, ich weiß nicht. Stadtwerke Simulator 1988. Das ist jetzt irgendeine fiktive Zahl, also ich
habe da jetzt nichts ausgedacht. Da muss natürlich die... Das Gameplay ist so, ist natürlich so ein bisschen, ne? Die Engine muss jetzt nicht ganz so wichtig, aber... So. Mal schauen. Kann gut ankommen, kann aber auch blöd werden. Unsere 12 Fans sind inzwischen 52 Fans. Fragezeichen minus minus. Wahrscheinlich wegen dem vorherigen Spiel meinte er, das könnte sein, dass hier vielleicht, ne? Gut, das Level-Design. Ich weiß nicht so. Künstliche Intelligenz auf jeden Fall auch hoch. Aber Dialoge eigentlich auch hoch, ne? Bei einer Regierung. Ich weiß, das Level-Design eher so ein bisschen runter. Wir lassen es mal so. Mal schauen. Ich trinke mal nebenbei ein bisschen. Ein bisschen Halsweh, habe ich das Gefühl. Schon wieder. Was gefehlt? Gewählte Futures. Als kann ich das zu... Okay, ich kann das zusätzlich. Okay. Gut. Grundtöne, ja. Wird halt ein bisschen teurer. Ich hoffe mal, das Spiel kommt dann auch einigermaßen gut an. Als Wirtschaftstyp müsste ich ja eigentlich sagen, ja. Also, lass mal lieber raus, ne? Weil ich ja vorher kalkulieren kann und sagen kann, das kommt wahrscheinlich nicht so gut an, die Regierungssimulation. Wir nehmen es aber trotzdem mal rein. Machen wir einfach mal. Spielweltdesign. Ist bei einer Regierungssimulation, glaube ich, nicht so wichtig. Sound eigentlich auch nicht so. Mal hier so, ne? Mal schauen. Ich sage euch jetzt schon, wir kriegen wahrscheinlich eine Wertung von 3 Punkten. Denke ich, schätze ich, war damals... So, lass mal die Bugs noch aus. Machen wir mal fertig, ne? Ist bereit. Gewonnene Erfahrung. Das brauche ich jetzt ja nicht nochmal durchlesen, oder? Blub, 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 blub. Spiel veröffentlichen. Klar. Verwerfen wir halt dämlich, weil... Auch wenn es scheiße ist, wir kriegen ja trotzdem ein bisschen Geld raus. Heute wurde die Plattform TES von Nivento veröffentlicht. TES. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Stadtwerke-Simulator 1988. Eieiei. Uff. 5. Okay. Schon besseres gesehen. Ei, das sieht nicht gut. Hat seine Momente. Okay. Doch besser als erwartet. Macht teilweise Spaß. Und jetzt bitte über 5. Na gut. Also wir haben im Prinzip ein komplett durchschnittliches Spiel rausgebracht. Ich hätte gedacht, wir sind schlechter. Hätte ich wirklich gedacht. So, sollen wir jetzt hier Bilanz aufstellen oder was? Oh. In 2 Monaten verkauft sie es besser. Das ist eigentlich selten. 65, ja, na gut. 99 Fans, 102 Fans. Na gut, das haben wir natürlich nur solche Simulationsfans. Ne? Das ist auch schlecht, weil wir machen dann nicht nur Simulation. Wir warten mal ab, bis wir fertig sind und können eigentlich nebenbei einen Spielbericht erstellen. Zum Stadtwerke-Simulator natürlich. Weil da kriegen wir ein paar Forschungspunkte, ist auch nicht schlecht. So, Regierung passt gut zusammen. Dialoge sind nicht wichtig, okay. Sehr wichtig. Okay, gut, wissen wir Bescheid. Was, hier kam nochmal so eine richtige Kurve nach oben. Was ist denn da los gewesen? Vom Markt genommen. Ja, nicht schlecht. Geht schon. Kann man machen. History. Wie viel hat das vorher gebracht? Ein bisschen mehr, ne? Ja. Kleines bisschen nur. Kosten sind gleich. Okay. Neues Spiel entwickeln. Klar, wir müssen ja hier, ne, eins nach dem anderen. Rennsport. Gut, dann machen wir Rennsport. Feed for Sheet. Keine Ahnung. Action. Ja, oder? Strategie nicht. Action, ne? So, Lizenz. Eieiei, das kann ich nicht leisten.
Das können wir uns echt nicht leisten. 20.000 ist aber auch so, nee, wir müssen auf den PC gehen, wir können es uns nicht leisten. Natürlich 2D-Grafik, ja. Feed for Sheet. Ich meine, da können wir auch später dann einfach mal eine zweite Version raushauen, ist auch nicht das Problem. Story und Quests eigentlich nicht so relevant, finde ich, für ein Rennspiel. Machen wir mal so. Wer weiß, vielleicht können wir unsere eigene Engine entwickeln, dann lesen. Wird auch bestimmt auch wieder Geld kosten. So, Level Design natürlich, wupp, ganz weit oben. Dialoge eigentlich, nee. KI muss in dem Spiel auch gut sein. Die Dialoge, nee. Finde ich nicht so. Wenn das jetzt so ein Spiel wird wie Mario Kart, so stelle ich mir das jetzt vor, dann braucht man da auf keinen Fall die Dialoge. Gut, Grundtöne, ja. Hauen wir einfach mit rein. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell fertig. 0.15 Uhr, ganz schön spät. Spielwelt muss hier sehr weit oben sein, mit Grafik, finde ich. Sound ist eher so ein bisschen, ja. So, müssen wir eigentlich alles haben. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Game Dev Tigen wieder. Und ja, bis dahin, tschüss mit Ö. Macht euch noch einen schönen Tag.